Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Ja, der Krieg ist hier vorbei. Ich überlege. Also, wir brechen mal die Sachen ab. Gut, weiter verstärken werden wir es nicht. Da fehlt noch einer. Passt aber. Da passt es. Hier fehlen ein paar Korvetten. Ich möchte ein bisschen. Wir brauchen gerade nicht so viel Flotte. Ich hätte gerne vier Flotten mit jeweils 40er Flottenstärke erstmal. Dann wären wir über ein Limit. Wir wären bei 160. Wo haben die gefehlt? Da. So, die beiden Zerstörer noch weg. Gut. Dann passt es auch erstmal. Das sind vier Flotten. Die werden wir dann einmal anpassen. Zwei werden hier oben stationiert. Eine in Scheu, eine in Minoa. Und zwei hier unten. Eine in Temin. Und eine in Donga. Das ist so die Planung. Ich lasse es mal weiterlaufen. Und ich möchte auch die Schiffsdesigns vereinheitlichen. Also wir brauchen nicht mehr so viele Schiffstypen. Stattdessen würde ich mir ja, die lassen wir erstmal. Ich würde gerne. Oder nein, wir machen die weg. Ich will keine automatischen. Ich möchte zwei eigene Kreuzer generieren. Weg damit. Okay, wir haben schon irgendwo einen Kreuzer drin, den lassen wir dann. Gut. Breitseitenbug, Artilleriekern, Kanonendeckheck. Okay. Den werden wir nochmal verändern später. Jetzt würde ich aber gerne mit einem Artilleriebug, Artilleriekern und nehmen wir mal Kanonenbootheck, also ein auf die weite Distanz. Laser hat höhere Genauigkeiten. Werden wir mal nehmen. Ich werde mal Piraten gesichtet. Die ungeschützte Handelsroute Tamua-System führt. Okay, Tamua-System. Ach, da sind sie immer. Wie stark seid ihr? Mit 700. Die andere Flotte hat aber keinen Anführer gerade. Machen wir mal. Umstärke, ja, das klingt gut. Unterhaltsschiffe, minus 10%. Das ist besser. Und jetzt fliegt er mal hin. Vielleicht werden wir hier einen stationieren und auch eine Base machen. Du ziehst dich jetzt ja eh zurück. Okay, kein Problem. Die tauchen hier immer auf. Irgendwo. Also hier werden wir eine größere Base hinsetzen. Was ich jetzt nachgucken wollte, wie
Feuerrate ist erhöht und Waffenreichweite, aber nicht die Genauigkeit. Okay. Das heißt, wir bleiben hier auch schön. Wieso drücke ich anschließend Rechtsklick? Ich möchte hier rein Rechtsklick. So, Reichweite 80 passt. Reichweite 100. Reichweite 75 für die mittlere Railgun. Die könnten wir hier auch noch mit reinnehmen. Mining Post lost to the waves. Egal. Und die hinten kommen Ion des Schwapter. Fleet engaged. Give them a broadside. Einen Wissenschaftler haben wir verloren. Müssen wir mal rekrutieren. Antrieb. Anomalien. Lebensdauer. Der ist auch sehr jung, den nehmen wir. So, dann können wir da mal reinschauen. Das war's schon. So, dann verbessern wir mal die Station hier. Vielleicht lassen wir hier eine Flotte. Haben wir ein Konstruktionsschiff in der Nähe? Nein. Ja, dich. Bergbaustation bauen. Bergbaustation bauen. Da haben wir ein Forschungsschiff. Die schicken wir mal hier hin. Flieg erstmal hier hin. Du hast keinen Anführer. Anomalien der Forschungsgeschwindigkeit. Antrieb. Okay, Forschungsgeschwindigkeit. Nimm mir mal dich. So, wieder Kriegserklärungen. Ja, ich muss das echt in der Pause machen, sonst klappt das nicht. So, Artillerie. Technology secured. Die Sternfeste ist fertig. Jetzt könnten wir... Es gibt ein paar nette Sachen. Autokanonen. Standardisierte Korvetten könnten wir machen. Die nehmen wir auch mal. Ich lasse es einmal kurz auf Pause und mache das hier jetzt fertig. Ich weiß nicht, ob die... Nein, die Energie wird nicht reichen. Ja, nein, reicht nicht. So. Schon bessere Panzerung rein. Und hier regeneratives Rumpfgewebe. Wir könnten natürlich noch... Ich würde gerne statt Reaktorverstärker die Hilfsfeuerkontrolle nehmen. Ja, können wir uns auf jeden Fall leisten. So passt das. Noch mehr Trefferchance. Die sind schon recht genau. So. Sovereign of the Stars. Ja, Monarch auf. Ne, Rule of the Homes. Horns. Rule of the Horns nehmen wir. Gut, das ist das eine Design. Oh, Rule of the Five. Artilleriekern. Jetzt reicht die Leistung hier nicht. So.
Gut, machen wir mal das nächste. Da habe ich mir was anderes noch überlegt. Vorhin habe ich mich noch nicht entschieden. Aber hier hätte ich gerne einen Hangarslot rein. Vielleicht nehmen wir auch echt Artillerie rein. Artilleriebug. Nein, nehmen wir nicht. Wir nehmen Breitseitenbug. Und hinten Kanonenbock, Boot, Heck. So, denn hier haben wir die Amöbengeißeln. Die sind relativ stark. Schilddurchschlag, Panzerungsschaden. Ah, ich drücke immer Rechtsklick, um das wegzumachen anschließend. Aber wenn ich es darauf mache, verschwindet es natürlich. Dazu die Barriere Punktverteidigung. Die Reichweite ist 50, 60, 75. Vielleicht nehmen wir vorne Railguns und hinten Ion Disruptor, wenn sie in Nahkampf gehen. Obwohl, vielleicht hätte ich hier auch gerne die Ion Disruptoren. So, ein schönes kleines Trägerschiff. Eternity's Sovereign nehmen wir. Halt, da fehlt natürlich noch ein bisschen was. Schilde. So, du kannst hier einen Reaktorverstärker nehmen, das reicht aber nicht. Facecomputer-Träger, dadurch gehst du weiter hinten ins Ziel. Minus 6. Muss mir einen rausnehmen. Damit dich auch rausnehmen. Deswegen können wir die Hilfsfeuerkontrolle und das Rumpfgewebe reinsetzen. So. Dann haben wir drei Stück erstmal. Für die Linie. Ich kann dich ja eh noch nicht gerade nicht speichern. Nicht genug Energie. Können wir auch hier die Schilde ersetzen. Und richtig Energie reinhauen. Wird gerade verbessert. Okay. Dann lassen wir das und machen das später. Können wir dann auch später umbauen. So. Du baust bereits, denke ich mal. Okay, dann das mit dich erstmal. Wir verbessern dich noch zu Sternfeste. Machen einen Handelsknoten rein. Machen wir eine Schiffswerft. Stiftgenerator. Besatzungsquartiere vielleicht. We grow ever stronger. Ja. Technologie ist fertig. Besserer Antrieb. Besserer Reaktorverstärker wäre nicht schlecht. Kalter Fusionsreaktor auch nicht. Das ist wahrscheinlich noch besser. Und ich hätte auch gerne die Plasmawerfer und den Forschungskomplex. Wir brauchen alles. Wir nehmen mal den hier. Baust hier mal Bergbaustationen und Forschungsstationen. So, die Systeme müssen wir uns auch nochmal holen. Da ist einer. Da ist ein anderer. Flieg hier mal runter.
So, hier haben wir eine 10er-Ozeanwelt. Ja, wir werden uns hier eine Grenze mit ihm holen. Die sind herzlich, aber erbärmlich. So. Wir können da noch nichts machen. Sind die Geh mal auf inzwischen ein bisschen Kanapee. stärker? Naja, das wird schon noch. Verdammt. Militärisches Bereitschaftsgesetz wird wohl abgelehnt werden. Das wollen zu viele nicht, aber es würde uns halt stark machen. Na gut. Also, wie ich gesehen habe, ich glaube, die Nebelraffinerie können wir machen. Da sind Gase. Schauen wir mal rein in die Station. So. Ja, können in Nebel. Wir haben hier keinen Nebel, denke ich, oder? Wie können wir die erstmal Technology verbessern? secured. Neue Forschung. Psionische Theorie. Mehr Flottenkapazität. Genmanipulierte Flüchte. Planetare Vereinigung. Okay. Was machst du? Reichsgröße von Bewohner minus 10%. Der Verstand ist in vielerlei Sichtweise eine Reflexion des Universums selbst. Eine Art Mikrokosmos. Zu dieser Einsicht mögen nicht alle Spezies gelangt sein, aber ihr Verstand ist ein größeres Werkzeug als alle anderen. Verstand triumphiert über Materie. Diese Technologie führt zu weiteren Fortschritten im Feld der Psionik. Das könnten wir auf jeden Fall nehmen. Das ist eine seltene Sache, die auch sehr lange dauert. Wenn wir mal nehmen. Verbessern wir mal die Flotten. So, die beiden Systeme hätte ich hier noch gerne. Trümmer sind analysiert. Sanya Prime. Nächtliche illegale Sklavenversammlungen. Stärkte Reaktion trotzdem den oberen. Okay. Es erfordert verschiedene Maßnahmen. Niedrige Stabilität. Gut. Wir rufen das Kriegsrecht aus. So. Das erhöht es ein bisschen. Das ist nicht gut. Wir könnten einen General hier einmal rekrutieren.
Den hier nehmen wir mal. Ein Beschluss wurde verabschiedet. So. Das breite Schild ist aktiviert. Es wurde verabschiedet, das ist gut. Als nächstes natürliche Sanktuieren. Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft. Wie viele sind dafür? Was? So. Das militärische Bemerkung. Militärisches Bereitschaft gesetzt. Was soll das? Die Mitglieder der marktischen Gemeinschaft, die keine Vasallen eines anderen Reiches sind und weniger als die Hälfte ihrer Flottenkapazität nutzen, gelten als im Bruch des galaktischen Gesetzes befindlich. Oh! Sie nutzen zu wenig Flotte. Das ist gut. Aber ich werde da nicht mitstimmen. So, es stabilisiert sich hier wieder ein bisschen. Sehr viel der Atlanta haben wir. Ein bisschen Kriminalität. Wie hat es uns denn genützt? Sind wir da? 1200, ja, 1200. Wir gehören jetzt zu den Stärkeren. Okay. So, wir haben jetzt 158 von 170. Wir warten nochmal ab, bis alles fertig ist. Hier wird noch verbessert. Handelsknoten ist gebaut. Wir könnten da noch eine Geschützbatterie reinbauen. So, Auto erkunden. Intellectual Booty. So, neue Forschung. Ermöglicht den Abbau von exotischen Gasen oder Plast. Wir haben hier echt viele Möglichkeiten gerade. Stadtdistrikt Wohnung plus 1, Plastik-Stahl-Panzerung. Standardisierter Kreuzer wäre. Wir brauchen aber die Gasextraktion. Ja, ich hätte so viel gerne. Du fliegst einmal bitte hierhin und baust einen Außenposten. Die beiden Systeme hätte ich ja gerne. Nein, du fliegst hierhin und baust einen Außenposten. Da bist du. Und da bist du. Kannst du hierhin bewegen? We grow ever stronger. Gut. Nein, nein, nein. We grow ever stronger. Nochmal, also. Ich will nur dich Sternbasis bauen.
So, und jetzt dich. Sternbasis bauen. So, die beiden Systeme möchte ich haben. Die haben eine Megastruktur hier. Zerstörte Dyson-Speere. Oh, die hätte ich gerne. Die haben natürlich auch, die haben auch noch ein natürliches Wurmloch. Wie stark seid ihr? Erbärmlich. Das klingt gut. Dann stellen wir mal ein paar Ansprüche. Das können wir nicht beanspruchen. Ah, machen wir später mal. Erstmal holen wir uns hier ein bisschen was. Die sind ja auch schwächer. Aber das war's jetzt von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.